Ein herzliches Hallo von mir an euch. Wir sind wieder unterwegs mit einer neuen Folge Dead by Daylight und ich habe Bill ausgepackt. Der gute alte Bill. Der Killer ist direkt bei mir. Ja, hallo. Wir haben einen Billy. Hallo Billy. Mensch, du, ich war da noch gar nicht fertig zu erzählen, was wir heute hier spielen und mit wem und wieso. Und Billy, wow, was hast du für einen langen Schlag, sag mal. Hilfe, ich wollte doch erst kurz sagen, wer ich bin und was ich hier so dabei habe an Talenten. Und jetzt ist der Billy hier und macht mich ganz verrückt. Hilfe, Billy, geh weg. Ja, wir sind mit Bill dabei. Denn ich erinnere mich noch gut daran. Wie ich in der ersten Folge Dead by Daylight, die ich alleine aufgenommen und hochgeladen habe. Ja, hast du gedacht, Billy? Oh, es ist jetzt nicht gut. Jetzt wird er mich kriegen. Der hat bestimmt schon Bloodlust. Wuhu! Wie ich in der... Also, ich... Sorry, ich verliere hier gerade ständig den roten Faden. Der Billy macht mich doch fertig. Ja. Erste Folge Dead by Daylight, die ich alleine aufgenommen habe. Und ich habe mit Bill gespielt und ich bin entkommen. Und deswegen spiele ich jetzt wieder Bill. Und das ist das, was ich sagen wollte. What? Oh, ich dachte, ich bin ihn losgeworden. Ich wollte mich gerade schon freuen. Okay. Ich habe überlegt, nach links oder rechts. Ich hätte nach hinten gucken müssen. Oh mein Gott. Aber die Leute haben zwei Generatoren fertig gemacht. Dafür komme ich jetzt in den Keller. Das ist jetzt nicht so gut. Oh mein Gott. Ja. Aber wenn ich jetzt hänge, habe ich mal kurz Zeit zu erklären, was ich denn für Talente dabei habe. Und zwar, oben haben wir die Selbstfürsorge. Das bekomme ich einfach nicht weg. Ich brauche diese Sicherheit, dass ich mich selbst heilen kann, wenn ich verletzt bin. Rechts haben wir die städtische Umgehung. Das heißt, ich kriege wesentlich schneller. What? Wow. Ich wollte gerade gucken, wo er ist mit dunkler Wahrnehmung. Und dann ist er an mir vorbeigeschnickt. Und der ist ernsthaft wieder hinter mir. Billy, langsam hab ich doch keine Lust mehr drauf. Hilft mir denn niemand? Hallo? Oh nein! Wow! Ah, damit habe ich nicht gerechnet. Hilfe, Kate, danke. Nein, der ist hinter mir. Oh. Ah, Billy, Mensch, lass mich doch mal gehen. Ich habe noch nichts gemacht diese Runde. Ah, super. Nein. Das ist der Dank dafür, dass du mich die ganze Zeit gejagt hast. Ich war noch nicht mal fertig zu erzählen, was ich für Talente dabei habe. Okay, dann machen wir das jetzt. Wir haben gesagt, Selbstfürsorge, damit ich mich selber heilen kann. Dunkle Wahrnehmung, das heißt, sobald ein Generator angeht, sehe ich die Aura des Killers für 5 Sekunden. Städtische Umgehung, das heißt, ich krieche deutlich schneller. Und geliehene Zeit, das heißt, ich hätte eigentlich derjenige sein müssen, der heute rettet. Ja, aber das war irgendwie jetzt nicht drin. jetzt sind wir mittlerweile hier runtergerutscht, weil jemand mehr Punkte hat als ich. Ja, ich muss aber auch sagen, ich habe nichts gemacht diese Runde, außer gejagt zu werden. Wow. Das war jetzt alles ein bisschen hektisch und wir sind gerade mal bei 5 Minuten für diese Folge. Ich würde sagen, ich hänge noch eine Runde Billy hinten dran. Wir sehen uns sofort wieder. Jetzt habe ich doch gerade ernsthaft gesagt, wir hängen noch eine
Runde Billy hinten dran. Nein, ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier nochmal Billy haben. Wir hängen noch eine Runde Bill hinten dran, wollte ich sagen. Ich habe an meinen Talenten nichts geändert. Also ich spiele mit der gleichen Ausstattung wie eben und hoffe, dass sich der alte Mann hier ein bisschen entspannen kann und nicht die ganze Zeit in der Jagd ist. Ganz kurz Herzschlag. Hey, ich arbeite an einem Generator. Das ist ja die Folge noch gar nicht vorgekommen. Hey. Und wir hatten eventuell Ruinen? Ich weiß es nicht. Zumindest ist es nicht der verteufelte Boden. Das ist schon mal sehr gut. Und es ist, wie wir gehört haben, ein Killer mit Herzschlag. Kann natürlich sein, dass der Killer seinen Herzschlag auch ausschalten kann, quasi. Okay, die Obsession ist in der Jagd. Und ich habe noch keine Säge gehört. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder einen Billy haben, ist sehr gering. Es ist auch ein bisschen verwirrend, mit Bill gegen Billy zu spielen und dann den richtigen Ausdruck zu verwenden. Wir haben den ersten Generator gleich an. Dann sehen wir auch, wer der Killer ist, denn ich habe dunkle Wahrnehmung dabei. Ja, ich erkenne es jetzt. Die Hexe ist es, glaube ich. Gute alte Hexe. Wenn ich mich nicht irre, natürlich. Okay, aber die ist dort hinten beschäftigt. Das heißt... Eine Taschenlampe. Oh ja, es ist die Hexe. Ich habe die Falle überhaupt nicht gesehen. Ich habe auch nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich wollte nämlich gerade sagen, normalerweise, meines Wissens nach, konnte man mit Taschenlampen die Fallen der Hexe wegmachen. Ich habe aber letztens gehört, dass das wohl nicht mehr geht. Also hat man den Fallen nichts außer Kriechen entgegenzusetzen. Wenn ich über eine Falle krieche, löst die normalerweise nicht aus. Es gibt natürlich auch Add-ons der Hexe, wo auch beim Kriechen die Falle auslöst. Aber das ist... Es gibt ja hier für alles immer noch ein Gegenstück. Weil wir hatten zwei verfluchte Totems dabei. Dann war es eventuell Ruin und die aufgezehrte Hoffnung. Oder das Wiegenlied der Jägerin. Oder das dritte Siegel. Weil irgendwie, wir sind ja nicht verflucht jetzt deshalb, dass diese Totems weggemacht wurden. Das war es zumindest zu unserem Gunsten. Kann man das zusammenfassen. Sie ist immer noch dort hinten und malt gerade. Sie hat sich weggeportet. Das habt ihr auch ganz gut gesehen, dass sie so im Boden verschwunden ist. Weiß nicht, ob sie hier auch gemalt hat. Ich glaube nicht. Ist immer noch hinter der Obsession. Da ist sie. Habt ihr das gerade gesehen? Da wurde eine Falle ausgelöst. Aber sie hat sich nicht durchgeportet, weil sie da hinten war. Es kann natürlich auch immer sein, dass die Leute mit Absicht die Fallen auslösen, damit jemand anderes nicht mehr die Gefahr läuft, da reinzutreten. Sie wird zeichnen. Da rechts geht sie, glaube ich, weg. Jetzt kommt sie hierher. Hier, sie zeichnet wieder dorthin. Ich kann es ja mal versuchen. Vielleicht geht das ja doch noch mit der Taschenlampe. Ich habe zwar gehört, es geht wohl nicht. Nein, es geht nicht. Okay, jetzt haben wir den Beweis. Das geht tatsächlich nicht mehr. Ich glaube, ich habe die sogar damit ausgelöst. War das noch ein verfluchtes Totem? Wow, was ist das denn für ein Setup, was sie dabei hat? Das gucken wir uns hinterher auf jeden Fall mal an. Das möchte ich gern wissen. Ich hätte eigentlich sogar trotzdem abhaken können, denn ich habe ja geliehene Zeit dabei gehabt. Aber das hätte bedeutet, dass zwar der Abgehakte kurzen Schlagschutz ja hat, was ich ja eben vorhin schon erklärt hatte.
Aber ich hätte wahrscheinlich gelegen. Quasi. Und das muss halt auch nicht sein. Ich finde es immer super, wenn man Leute rettet. Aber ich finde es blöd, wenn man sich selbst dadurch Tode weiht. Wow, Feng! Menschenskinders, denkt doch mal mit. Wir haben hier mit einer Hexe zu tun. Oh, Feng. Ich glaube, wir haben jetzt halt auch die ganzen Generatoren hier auf der Seite. Wo liegt sie denn? Sui? Und du bist du jetzt AFK? Aber ich kann da hinten. Okay, den ziehen wir durch. Huch, hier hat sie gemalt. Ja, hups. Und sie ist sogar hierher gekommen. Die Hexe hat einen echt langen Arm. Also wenn sie schlägt, dann schlägt sie über 3 Kilometer. Ich gehe weg vom Haken. Okay, sie hat sich weggeportet, glaube ich, so schnell wie sie weg war. Ja, aber jetzt haben wir ein Problem. Hier haben wir im Keller noch einen Generator. Sie ist wieder zum Haken zurück. Ich meine, das ist natürlich... Ja, die Hexe, die hat die Berechtigung, Fallen zu legen und sich durch die Fallen zu porten. Es ist fast Standard, dass die Hexen vor den Haken zeichnen, sobald jemand hängt, um sich schnell zurückzuporten. Ich habe selber noch nie mit der Hex gespielt. Ich habe sie aber auch und ich möchte demnächst sehr gerne mal mit ihr üben, dass ich sie euch hier auch zeigen kann. Aber ich glaube, sie benötigt wirklich ein bisschen Übung. Noch ein leuchtendes... Sie hat 4 leuchtende Totems dabei. Das mache ich jetzt aber nicht weg, weil das ist wahrscheinlich der verteufelte Boden. Nee, wir haben dort ja sogar... Wir haben einen Fluch. Wir haben da rechts das Fluchzeichen. Hat sie K.O. dabei? Weil ich sehe die Verletzten irgendwie gerade nicht mehr. Oder ist das das... Gibt es einen Fluch, dass man die Verletzten nicht mehr sieht? Ich glaube nicht. Es könnte sein, dass sie jetzt hierher kommt. Sie hatte 4 Fluchtotems dabei. Das ist echt interessant. Aber das heißt, alle ihre Fluchtotems sind ja jetzt kaputt. Das heißt, sie hat jetzt nichts mehr davon. Ich hoffe, irgendjemand geht retten. Ich bin so weit weg. Ich würde den Generator gerne durchziehen, weil dann können wir schauen, ob wir an ein Ausgangstor kommen. Ich höre auch die Hack noch nicht. Oh oh, ich glaube, niemand geht retten. Oh nein, das ist jetzt... Oh. Schade. Eigentlich hätte es nicht sein müssen, dass jemand stirbt. Aber eigentlich haben wir jetzt ja die Gewissheit. Was ist dort hinten? Eigentlich haben wir die Gewissheit, dass wir kein... Sie, komm. Dass kein Nöd am Start ist, wollte ich noch sagen, weil... Ah, was wir hier? Wir haben... 4 Fluchtotems zerstört. Das heißt, noch mehr Talente kann sie gar nicht dabei gehabt haben. Das heißt, für Nöd war gar kein Platz. Gott sei Dank hat sie nicht nach links geguckt. Pass auf, du da am Ausgang.
Oh, die Falle sieht man ja. Richtig gut. Jetzt ist die Frage, will ich rausgehen? Okay, näher ist hier. Dann renn ich auch nochmal. Okay. Ich hab's versucht. Ich wollte nochmal schauen, ob ich blenden kann. Das mit dem Blenden muss ich echt noch üben. Ich habe schon so viele Spielstunden, aber das mit dem Blenden, das funktioniert einfach. Oh, ich habe eine Daily fertig. Okay, wir sind auch jetzt noch alle raus. Rang 13. Also, wir hatten Ruin, das dritte Siegel, aufgezerrte Hoffnung und Nervenkitzel der Jagd. Okay. Es ist interessant, muss ich tatsächlich sagen. Nur Flugtotems mitzunehmen. Okay. Es war eine neue Erfahrung. Wir hatten viermal den Knall von den Flugtotems. Ja, wir sind rausgekommen. Hey! Nach der Runde mit Billy ein Erfolgserlebnis. Und ich sag jetzt mal, wir sehen uns in der nächsten Folge sehr gern wieder. Solltet ihr Fragen haben, das hatte ich ja letztens schon mal gesagt, oder Anmerkungen, irgendwas, schreibt es gerne in die Kommentare. Beachtet nur, ich nehme aktuell ein bisschen im Voraus auf, da ich demnächst eine Woche im Urlaub bin und dann natürlich nicht zum Aufnehmen komme. Also, ja. Beachtet das nur, ich beantworte eure Fragen, aber definitiv sehr, sehr gerne in den Videos. Es dauert jetzt halt nur einen Moment, bis die Antwort kommt. Aber ich kann euch natürlich in den Kommentaren auch schon darauf antworten, damit ihr die Antwort direkt habt. So, so viel dazu. Ich verabschiede mich. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.